Künstliche Intelligenz breitet sich in immer mehr Bereiche aus. Den heutigen Bereich, den wir uns anschauen wollen, ist der Bereich Fintech. Wir schauen uns also an, wie künstliche Intelligenz heute eingesetzt werden kann, um Belege einzuscannen, um als Vermögensverwalter oder Berater zu fungieren oder wie es generell im finanziellen Bereich eingesetzt werden kann. Ich habe mich wieder auf nlight.ai begeben und hier unter der Sparte Fintech diese Webseiten aufgerufen und wir schauen uns jetzt die Webseiten zusammen an. Das erste Unternehmen ist das Unternehmen Finmatics. Die künstliche Intelligenz für ihre Buchhaltungs- und Finanzprozesse, also hier geht es offensichtlich um Belegeingang, Belegverarbeitung, Rechnungsfreigabe, was ist das? Begleichen Sie Rechnungen zum bestmöglichen Zeitpunkt. Man kann seine Daten analysieren. Scannen mit künstlicher Intelligenz, 100% künstliche Intelligenz. Also da ist nichts Programmiertes dahinter, sondern das ist 100% künstliche Intelligenz. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich denke, ein sehr konkreter Anwendungsfall, weil in allen kleinen und mittleren Betrieben die Rechnungslegung, die Belegscannung, die Belegverwaltung ja einen riesen Haufen Arbeit verursacht. Und wenn die künstliche Intelligenz hier eingesetzt werden kann, um hier Kosten zu reduzieren, dann ist das, denke ich, doch ein sehr, sehr guter Anwendungsfall. Also Finmatics, digitale Belegscannung und Verwaltung und eine ganz schön gemachte Seite, würde ich mal sagen. Das nächste Unternehmen ist das Unternehmen Data Science und liebe Data Science Service GmbH, eure Webseite, wie soll ich sagen, hat sicher viel Aufwand in sich. Ich sehe auch nicht einmal auf den ersten Blick tatsächlich, was ihr hier anbietet. Spezialisten für ihre datenwissenschaftlichen Fragestellungen rund um Immobilien. Es geht offensichtlich um Immobilien, digitale Zukunft der Immobilien. Bewertung, automatische Bewertung. Es ist interessant, wenn etwas automatisch bewertet werden soll, wenn ja Bewertung eigentlich ein sehr subjektiver, wie soll ich sagen, Begriff ist. Das heißt, es sind immer nur Menschen, die sagen, so und so viel ist etwas für mich wert. Wenn eine Maschine das für dich bewertet, dann übernimmt sie das ja irgendwo. Bewertung kommt immer von individuellen Präferenzen. Das kann ja eine Maschine eigentlich gar nicht übernehmen. Und im Endeffekt ist natürlich jeder Kauf oder Verkauf immer Verhandlungssache und damit immer subjektive Bewertung. Und wo hier AI genau eingesetzt werden soll, ist mir nicht klar. Kernprodukt ist die automatisierte Immobilienbewertungssoftware. Also ich denke, alles, was dieses Programm kann, ist natürlich auf Vergangenheitswerte zurückgreifen und davon ausgehend Prognosen erstellen. Gut, nach normierten Bewertungsverfahren, Sachwert, Ertragswert und Vergleichswert, das ist entweder gesetzlich geregelt oder es ist so üblich, Immobilien so zu bewerten, aber jeder, der eine Immobilie gekauft hat, weiß, dass es sich ja nach vielleicht irgendwelchen Bewertungsverfahren zunächst richtet, aber dann reine Verhandlungssache ist, wie viel eine Immobilie im Endeffekt wert ist. Also hier würde mich tatsächlich interessieren, was der Mehrwert ist hinter dieser Dienstleistung. Okay, schauen wir weiter. Ah, der AI 42 Index, das ist ja interessant, weil hier kann in 42 große Unternehmen investiert werden über diesen Index. Das heißt, das scheint eine Art Indexfonds zu sein, der 214% seit Jänner 2017 erwirtschaftet hat. Also gar nicht schlechte Zahlen, kann man so sagen. Ja, spannend finde ich hier, dass Sie hier die Zahl 42 gewählt haben, weil da gibt es ein berühmtes YouTube-Video über künstliche Intelligenz, wo einer die GPT-3-Intelligenz interviewt und fragt, was ist die Antwort nach dem Sinn des Lebens? Und die AI antwortet 42, was natürlich spannend ist, wenn die AI das so irgendwie witzhalber auch beantwortet. Und davon ausgehen, also natürlich war das in Anspielung auf ein berühmtes Buch auf den Anhalter durch die Galaxis. Und der AI 42 Index scheint das irgendwie humorvoll aufgegriffen zu haben. Finde ich persönlich sehr gut. Center of Excellence for Artificial Intelligence, GmbH, also scheint tatsächlich ein österreichisches Unternehmen zu sein.
Interessant, könnte man sich natürlich überlegen, darin zu investieren. Das ist keine Anlageempfehlung und ich bin kein Anlageberater, hört nicht auf das, was ich sage. So, Rebellion Research AI Asset Management, da geht es offensichtlich darum, sein Vermögen irgendwie von der AI verwalten zu lassen. Einen Trading-Account kann man hier aufmachen. Global Machine Learning Think Tank, Financial Advisor and Hedge Fund, 14-Year History of Outperforming the S&P 500, das sind ja an sich nicht so schlechte Zahlen, würde ich mal sagen. Ich meine, ein Problem daran ist, die AI einzusetzen im Investmentprozess ist das folgende. Ich glaube, das basiert eigentlich auf einem kleinen erkenntnistheoretischen Irrtum, weil, angenommen, du kannst deine AI wirklich mit allen Daten füttern, mit allen Twitter-Feeds, mit Neuigkeiten, News, Zeitungen, mit Vergangenheitsdaten aller bisherigen Aktienkurse, Spekulationsblasen und so weiter. Angenommen, die Artificial Intelligence hat das gesamte Wissen darüber. Und eine Artificial Intelligence ist ja mittlerweile schon sehr, sehr gut, meistens in der Mustererkennung. Das heißt, du könntest der AI sagen, okay, erkenne ein Muster, was läuft jetzt gerade ab, sag mir, soll ich jetzt kaufen oder soll ich verkaufen? Prinzipiell eine gute Idee und ich glaube, dass das auch kurzfristig funktionieren kann. Leider, langfristig ist das Problem dabei. Naja, angenommen, das funktioniert wirklich so gut, dann würde derjenige, der das einsetzt, immer reicher werden und immer mehr Geld machen. Also die Frage ist natürlich, wenn das so gut funktioniert bei Rebellion Research, warum setzen Sie es nicht selber ein und machen selber damit die ganze Zeit Geld und werden immer reicher, sondern bieten das als Service an? Das ist schon mal ein Indiz dafür, dass das Ganze eigentlich nicht funktioniert. Das zweite ist, wenn es wirklich funktionieren würde, dann würde ja die eine Institution immer reicher, immer reicher, immer reicher werden. Das heißt, würde ziemlich schnell zur reichsten Institution oder zur reichsten Person der Welt werden. Und irgendwann einmal würde sich dann herumsprechen, dass die das tun und wie die das natürlich tun, weil lange könnten sie das nicht geheim halten. Das Problem ist, je mehr Marktteilnehmer die AI dann in dieser Art einsetzen würden, desto weniger würde es natürlich funktionieren. Wenn alle am Markt dasselbe tun, dann verdient keiner mehr was. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz mag individualwirtschaftlich funktionieren, aber gesamtwirtschaftlich funktioniert es natürlich nicht. Das heißt, der Einsatz von AI in der Vermögensverwaltung oder in der Prognose von Kapitalmärkten beruht tatsächlich auf einem erkenntnistheoretischen Irrtum. Der erkenntnistheoretische Irrtum ist derjenige, dass soziale Handlungen wiederum Auswirkungen haben auf den Kapitalmarkt selber. Das heißt, die Signale, die der Kapitalmarkt sendet, werden beeinflusst durch meine eigenen Handlungen, insbesondere wenn ich immer reicher werde. Dementsprechend, dadurch, dass das ein rückwirkendes System ist, gibt es hier zu self-fulfilling oder selbstaufhebenden Phänomenen und dementsprechend kann hier eine AI auf lange Sicht keine Gewinne machen. Wie gesagt, kurzfristig kann es funktionieren und ist natürlich ein spannender Ansatz. Ich bin mir nicht sicher, warum dieses Unternehmen hier unter österreichischen Unternehmen gelistet ist. Ich habe nicht gefunden, wie das irgendwie mit Österreich im Zusammenhang steht. Interessant. Schauen wir weiter. Was haben wir hier? Blue Delta. Liebe Leute von Blue Delta, ihr habt kein Favicon definiert. Das heißt, ich sehe, ihr habt eure Seite mit WordPress gemacht. Sehe ich alleine schon am fehlenden Favicon, aber immerhin sehe ich am ersten Blick neue Generation der Belegerfassung. Ja, dadurch, dass die AI so gut geworden ist, Muster zu erkennen und auch eben die Dokumente zu scannen, ist natürlich ein sehr guter Einsatz dafür, die Belegerfassung. Und ich denke, da hier auch Produkte und Preise schon angegeben sind, dass das doch auch gut funktionieren zu scheint. Ja, recht gut gemachte Webseite. So, was haben wir hier? Das Unternehmen Necton.com. Auch ihr habt kein SSL-Zertifikat installiert auf eurer Seite. Leading Gambling Service Provider. Okay, Gambling, also wie? Glücksspiel oder was? Hey Google. Ich kann dir momentan leider nicht helfen. Der führende Glücksspiel-Service Provider. Mhm, wie schaut's mit der Ethik aus? Responsible Gaming. Mhm. Also, je nachdem, wie man zum Thema Glücksspiel steht, wie gesagt, ich stehe dem natürlich sehr kritisch gegenüber, aber natürlich, wenn man nicht Glücksspiel
gegenüber kritisch steht, dann ist natürlich der Einsatz von AI, um hier irgendwie Geldwäsche vorzubeugen oder Betrugsfälle vorzubeugen oder verantwortungsvolles Gaming, was auch immer das sein soll, durchzuführen, kein schlechter Anwendungsfall. Ich denke, hier kommt auch die Mustererkennung von künstlicher Intelligenz zum Einsatz. Okay, Liquiditätsplanungssoftware, Commitly.com. Planen und überwachen Sie die Liquidität Ihres Unternehmens einfach und mühelos. Also das ist, würde ich mal sagen, ein richtig guter Anwendungsfall. Ich war schon in Unternehmen, wo die Liquiditätsplanung eine sehr große Herausforderung dargestellt hat. Und wenn hier ein AI-Tool helfen kann, ist das, würde ich sagen, ein super Anwendungsfall. Vielleicht kann es bei der Planung helfen, aber hier ist auch nicht erklärt, wie die AI hier eingesetzt wird. Von Unternehmen für Unternehmen, na bitte. Wo ist die AI? Spectosphere, wow, flashy Webseite haben wir hier. Financial Swarm Forecasting, hier trifft natürlich wieder genau dasselbe zu, wie ich vorher gesagt habe, dass, wenn das funktioniert, warum seid ihr dann nicht schon reich? Smart Trading with Artificial Intelligence and Swarms. Also hier scheinen zwei, wie soll ich sagen, Buzzwords zusammengeworfen zu sein. Artificial Künstliche Intelligenz und Schwarmintelligenz, werfen wir das Ganze zusammen und verkaufen das Ganze und machen sehr viel Geld. Ein New Age of Trading, natürlich. Wo kann ich einsteigen? Macht mich reich, führt mich zum Schotter. Tja, okay, Sie sind scheinbar so reich, dass Sie gar keine Kunden brauchen. Ich hoffe, ich bin nicht zu hart. So, company.com mit K geschrieben. Branchenführer bei der Bereitstellung revisionssicherer Daten zur Unternehmensverifizierung für den gesamten Bedarf im KYC-Bereich. Einfach und schnelles Business-KYC. Das heißt offensichtlich Daten über andere Unternehmen herausfinden aus amtlichen Quellen. Sehr gut. Also Know Your Customers für Unternehmen ist ein interessantes Service, denke ich, ein sehr wichtiges Service, weil es oft sehr schwierig ist, natürlich hier herauszufinden, mit wem arbeitet man zusammen überhaupt, wie wird die AI hier eingesetzt, ist auch nicht ganz klar. Oh, sie verwenden sogar eine Blockchain. Firmennamen suchen wir mal. Aha, die AI sucht. A few moments later. Also ich habe zumindest einen Gewerbeschein gelöst und erscheine hier jedoch nicht auf, wobei hier offensichtlich, naja, nur GmbHs und OEGs und Kommanditgesellschaften aufgezeichnet sind. Also offensichtlich nicht Einzelunternehmen, aber okay. Company, guter Service, aber wo der Zusammenhang mit AI ist, ist mir hier leider auch nicht klar. Die letzte Seite, die wir uns heute anschauen, ist Taxtastic, Digitalisierung, Automatisierung, Steuern, zum Ziel gesetzt, Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und Klienten zu digitalisieren und zu automatisieren, bringt die Kommunikationskanäle schnell und sicher in eine einzige Anwendung. Okay, ja, Steuerberater ist natürlich ein Thema, weil unser Steuersystem ja leider so kompliziert ist, dass das viele Menschen brauchen. Also wieder ein ähnlicher Anwendungsfall wie vorher, dass hier offensichtlich Belege vielleicht auch gescannt werden können. Also auch hier ist der Einsatz offensichtlich eben Natural Language Processing, also der Einsatz von AI, um natürliche Sprache zu verstehen, ähnlich wie das eben zum Beispiel Hey Google macht. Ja, das waren einige österreichische Unternehmen, die auf der Seite Enlight AI aufgezeichnet sind, die sich in irgendeiner Art und Weise mit künstlicher Intelligenz befassen im Fintech-Bereich. Wenn du noch ein Unternehmen kennst, dass sich in diesem Bereich tummelt, dann lass es mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten natürlich wie immer like dieses Video, share dieses Video, kommentiere dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal.